Aber das schaffen wir schon. 3, 2, 1. Los geht's! Geht weg, ihr Luder! Oh, scheiße. Wie lahm bin ich denn? What the fuck? Bam, 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 bam. Jetzt geht die Party ab, ihr Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf Gameplay Together mit mir, dem Nikolas. Und dieses nennt sich Quantum Rush. Ja, dieses Spiel wurde uns geschickt über eine E-Mail. Da haben wir einen Key bekommen, damit wir das spielen können. Das ist schon länger her gewesen. Und als wir das war noch in der Alpha, glaube ich, wo wir das bekommen haben. Da waren noch nicht sehr viele Spieler dabei. Wir mussten, um einmal spielen zu können, drei Accounts erstellen und mit denen alle in eine Gruppe gehen, damit wir überhaupt ein Rennen starten konnten, weil man drei Leute braucht, um ein Rennen zu starten. Die Lenkung ist ein bisschen komisch. Beschleunigen I, wo ist ein I? What the fuck? Wie beschleunige ich? Okay, ich habe die Steuerung hat sich, glaube ich, nochmal geändert und das ist ein bisschen doof. Muss man damit spielen? Nee. Ah, okay, somit lenke ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr schnelles Spiel, wo es um Rennen geht, wie man sieht. Und ich fahre erstmal gegen alles gegen, was man so vor einem sieht. Boah, man kann auch driften, wo ich ich habe das ja schon mal gespielt mit Luca, aber da war die Steuerung noch ganz anders. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das geht. Vielleicht spielen wir das auch nochmal gegeneinander, aber Luca kam irgendwie nicht mit der Steuerung klar, oder da war irgendwas anderes, was bei ihm nicht so richtig war. Boah. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich an die anderen rankomme. Ich finde das Spiel eigentlich gar nicht schlecht. So eigentlich von allem. Die Schnelligkeit finde ich ganz cool. Die Grafik geht eigentlich auch. Und das Prinzip ist halt ein Rennspiel mit solchen komischen Flugzeugen, die man dann auch noch verbessern kann mit so Forschungspunkten. Ich habe gerade 16 Frames, ich bin der Pro. So. Ich kann mal gucken, wie ich. Wie geht's dir so? Lags ein bisschen. So. Ich weiß nicht, wie man driftet. What the fuck? High Jump. Los. Ah, ist okay, so driftet man, glaube ich. Das war nämlich auch ganz komisch bei dem Spiel. Man driftet, indem man. Also erstmal fährt man mit I. L, wow, I, L und J, K dann wahrscheinlich auch, und man driftet, glaube ich, indem man L und O gleichzeitig drückt und dann halt beim, genau, das andere, nee, da, hä, ich bremse gerade, was soll das, wie drifte ich, weiß nicht, wie ich drifte, Hilfe, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal versuchen, hier uns weiter voranzubringen, noch mehr Leute zu überholen. In den nächsten Kurven. Jetzt geht's erstmal in den Tunnel. Oh, da haben wir schon den nächsten überholt. Den Lappen. Du kannst nix. So. Oben links sieht man, glaube ich, auch das, wie viel Energie man noch hat oder so, bis man kaputt geht. Es gibt, glaube ich, drei Modi bis jetzt, wo man einmal. Oh fuck. Wo man einmal. Oh, das war knapp. Und ja. Noch gefangen. Wo man einmal einfach nur fährt, das ist jetzt das hier. Dann gibt es eins, wo es Items gibt, wo man damit schießen kann. Und da gibt es noch einen, den weiß ich jetzt gerade nicht. So, der fährt an der Wand. What the fuck? Das muss ich auch mal wissen, wie das geht. So. Zack, erstmal über diese Löcher springen. Wir holen uns bald den nächsten Platz. Wie viele Runden haben wir denn noch? Ich glaube, es ist die letzte Runde. Oh, und in der Mitte. Oh, scheiße, wir sind im Arsch. In der Mitte oben sieht man unsere Rüstung. Also wenn die leer ist, dann ist man tot. Dann geht das Ding in den Arsch. Und ich würde gerne mal die Runde sehen. Welche Runde ist das denn? Runde. 3, glaube ich. Ja, 3 von 3. Okay, wir sind 8er von 10. Das ist natürlich sehr gut. Okay, wir sind 8er geworden. Aber ich habe das ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Nice. Erstmal gegen den Stein fahren. Okay, nächste Runde wird hoffentlich besser. Wir müssen, glaube ich, erstmal warten. Ah, ne, es ist fertig. Kann ich hier irgendwas drücken? Ah ja, Enter. Okay.
Laserwaffen verursachen durch ihre energetischen Eigenschaften sowohl an Schilden auch als an Panzerung gleichermaßen Schaden. Aha. Platz 8. Platzierung. Ja, Platzierung 8. Und ich habe diese Punkte hier bekommen und diese Forschungspunkte. Ich kann euch hier erstmal zeigen. Oh, wie kann ich zurück? Hallo, bist du sicher? Bestätigen. Ja. Okay. So. Da. Es gibt hier erstmal dieses Lager. Dann gibt es hier den Highscore, Hauptmenü, den Gleiter. Hier kann man den Gleiter auswählen. Es gibt hier erstmal drei, die man hat. Einmal den, dann den da und den. Ich habe jetzt erstmal den genommen. Ich gehe jetzt erstmal zurück. So, dann gibt es hier noch den QR Web Browser, was ich nicht weiß, was es ist. Was ist das? Hier kann man wahrscheinlich irgendwie Game Guide, Coins, was auch immer. Müssen wir uns irgendwann mal angucken. Shop, hier kann man was kaufen. Wer hätte es gedacht, was kann man denn hier kaufen? Boost, nicht aktiviert. Boost, ach, das ist für echt Geld. Oder? Nee, ach, hier kann man... Oder? Doch, hier kann man die Dinger verbessern, glaube ich. Oder? Hier kann man, glaube ich, möglichst so Balleinandergletter aus diesem Tier erforscht wurde. Ach so, also, warte mal. Was ist das hier? Ach, den habe ich schon, okay. So, hier kann man dann Sachen kaufen und hier kann man forschen. So. Hier kann man erstmal die verschiedenen Verbesserungen von diesen Teilen forschen. Und was braucht man denn hierfür? Ja, hier, also ich muss mir erstmal selber reingucken. Ich habe erstmal keine Ahnung, wie das geht. So, Vergleich mit Standardbauteil. Minus 8,2 Speed wahrscheinlich. Und minus 8 Energiebedarf, okay. Okay, sorry. Was ist das? Hitzegenerierung. Okay. Hier kann man dann erforschen mit den Punkten und ich gehe erstmal zurück, um noch weiter zu schauen. Hier sind die ganzen Teile. So, in Besitz. Hier kann man, okay, bei dem, den man schon hat, kann man verbessern. Was gibt's denn hier? Was ist das? Schild. Was ist das? Primärwaffe und Motor. Was kann der Motor denn? Oh, nice. Energieladegeschwindigkeit. Okay. Endgeschwindigkeit mehr, aber dafür Drehgeschwindigkeit. Je höher die Drehgeschwindigkeit, desto wendiger ist er. Okay, wendiger, nicht mehr so wendig. Okay. Ja, ich wollte eigentlich. Was gibt's noch hier? Das Schild. Okay. Okay. Hier könnte ich noch erforschen. Was ist das? Ja, hier irgendwie wird hier alles schlechter anstatt besser. Ich mache erstmal das Schild. Erforschen. Bestätigungsabfrage, Boost kaufen. Ich habe so viel, oder wie? Ach, ich habe nur 159, oder wie? Ach so. Warte mal, wo sind die Forschungspunkte denn? Forschungspunkte? Ach, da unten. 159, ja, das ist natürlich nice. Okay, dann werden wir wohl doch keine Sache erforschen. Wir nehmen mal den hier. Das Schiff und machen mal Death Race. Im Death Race kämpfen die Teilnehmer mit allen Mitteln um die beste Platzierung im Rennen. Waffeneinsatz ist ausdrücklich erwünscht. Okay. Okay, wir kämpfen gegen Mr. Wings, Kalkos, Wunderkind, Marco Polo, Don Piloto, Space Sprint, Joel, Deathbringer und V Forza. Okay, in 46 Sekunden geht es los. Und dieses Mal, hier kann man noch eine Strecke auswählen. Was nehmen wir denn? GT. Das nehmen wir. Natürlich steht das für Gameplay Together, was sonst? Okay. 31 Sekunden. So, was kann man hier schreiben? Hi. Na, mal gucken, ob wer zurückschreibt. Na? Die wollen alle nicht mit mir reden. Okay, oh, da sind wir hier gegangen, glaube ich. Oh, nee, doch nicht. Was war das denn jetzt eben? Komisch. Es geht gleich los in 2 Sekunden, 1 Sekunde. Okay, los geht's mit dem nächsten Rennen. Mal gucken, ob hier sieht man die Steuerung. Spacebar, was ist Space? Space. Da, Waffe. Okay, Waffe. Na toll, wie soll ich das denn machen? Das ist natürlich alt. Ja, wie soll man denn das alles drücken? Ah, nein, das geht nicht. Doch, ich könnte jetzt natürlich beide Hände ans Dingens machen, was sich ein bisschen schwer erweist, da ich
mein Mikrofon auf der rechten Seite habe und meine Tastatur links ist. Aber das schaffen wir schon. 3, 2, 1. Los geht's! Geht weg, ihr Luder! Oh, scheiße. Wie lahm bin ich denn? What the fuck? Bam, 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 bam. Jetzt geht die Party ab, ihr Leute. Okay, Death Race ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen... Lol, da ist schon wieder kaputt gegangen. Oh, nice. Okay, ist auf jeden Fall schon mal etwas brutaler und actionreicher als das davor. Oh, fuck. So. Hier ist Turbo. Los geht's. Oh, fuck, ich fahre immer in diese Scheiße rein. Ich kann immer noch schießen. Hi, wie geht's dir so? Ich kann nicht einmal kaputt... Oh, fuck. Lol, was ist los? Oh, scheiße, da kommt was. Oder? Nee. Hm? Komisch, was war das jetzt? Hier geht auf jeden Fall hart die Party ab. Was ist das hier? Ein Schild. Okay, das ist cool. Was ist das hier? Oh, fuck. Ich hab's nicht gekriegt. Oh, hier ist wieder Feuer. Und da ist nochmal Feuer. Nee, was ist das? Irgendein Turbo. Wie kann ich Sachen einsetzen? Eins. Nee, jetzt habe ich zwei eingesetzt. Oh, das, nee, hä? Wie kann ich was einsetzen? Alter, wird die verarschen? What the fuck? Hilfe, ich werde beschossen. Ich bin 7. von 10. Yeah, besser als eben. Oh. Alter, bin ich gerade scheiße. Und ich bin trotzdem 8. Ja, okay. So wie eben. Oh, was ist das hier? Da kann man seine Sachen wieder aufladen. Was ist das denn? Okay. Ich kann ja mal ein bisschen schießen. Okay, das geht gar nicht so weit, dass ich den treffe. Doch, geht sogar. Los, treff den. Ey, was soll das? Nicht überholen hier. Hallo, das geht ja wohl gar nicht. Oh, fuck. Ach so, wenn man schießt, dann geht die Energie hoch. Wie man da oben sieht, ich schieße und dann geht dieser Balken da hoch. Alter, ich sehe ja überhaupt nichts. Ich würde mich gleich verarschen. So. Okay, jetzt hole ich mir die nächsten. Aber ich würde gerne mal wissen, wie ich die Sachen aktiviere. Oh, fuck. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein paar Einstellungen machen bei der Grafik, damit ich nicht so eine Gehake hier habe. Das geht ja überhaupt nicht. Oh, fuck, was ist los? Lol. So, das denn jetzt. Achtung, 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 da kommt was und dann kommt aber nichts. Ich bin 5. Woo! 5. Los, fahr um dein Leben. Noch ein, los hier. Hau ihn dir weg. Was ist das? Einfrieren. Stirb doch. Ich fick dich weg. Wie schnell ist der denn? Komm jetzt her. Los. Boah, Kurve des Todes. Okay. Stirb doch. Oh, fuck, bin so scheiße. Nein, er hat mich einen überholt. Den kriege ich aber noch. Was macht der da? Wie kann ich Sachen einsetzen, Mann? Was ist mit Alt? Was war nochmal mit Alt? Oh, lol. Jetzt habe ich Alt eingesetzt. Okay, mit Alt setzt man Items ein. Interessant. Jetzt nehme ich mal das erste Mal. Kann mit 1, 2 und 3 die Items wechseln. Jetzt hat... Oh, nice. Wir haben ein Schild. Das sieht ja komisch aus. Okay. Oh, wir sind 6. geworden. Okay. Schon mal besser als eben. Das finde ich ganz angenehm. Mal gucken, wie viele Punkte wir bekommen. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's für die erste Runde von Quantum Rush. Mal kurz einen kleinen Einblick in das Spiel. Also ich finde das eigentlich ganz cool, das Spiel. Oh, okay, wir haben so viel. Oh, fuck, da wird uns ab... Nee, kriegen wir das dazu? Nee, wir kriegen das abgezogen. Nee, wir kriegen das dazu. Lol. Ach so, wenn wir Schaden gemacht haben, dann kriegen wir das dazu. Okay. Wir haben 398 von diesen Punkten bekommen und 196 von den Forschungspunkten. Okay. Ja, ich bin hier raus. Okay. Das war die erste Runde von Quantum Rush. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dahin Tschüss.